Hallo? Hallo, ist hier wer? Hallöle? Hallo? Kann mich jemand hören? Lasst alle ein Like da, wenn ihr mich hören könnt, oder ein Herz in die Kommentare schreiben. LOL. Leute. Boom, da bin ich wieder. Back! Ich bin wieder zurück, Freunde. Ich glaube, ich muss hier die Einstellung... Nee, kann ich nicht weiter zurück machen. Oh mein Gott! Da bin ich. Leute, seht ihr mich? Ich bin am Start. Hallo? Oh mein Gott. Mein Fenster ist auf. Oh mein Gott, Leute! Natürlich hatte ich keine Facecam an, weil ich wollte so wirken, als wäre ich hier aus dem Grab auferstanden, Freunde. Ich bin wieder back. Hallo. Elina ist zurück in Minecraft. Freunde, ich bin am Leben, Leute. Ich bin nicht tot. Alter. Oh mein Gott. Kann ich das hören? Das ist so leise, glaube ich. Ja, ein kleines Lichtspiel. Was für ein schönes Grab für mich. Es ist beautiful, Leute. Es ist beautiful. Moini, Leute, was geht? Was, wenn ich hier so eine Lampe nochmal extra anmache? Ne, lassen wir einfach. Marie 6362 hat 2 Euro gespendet. Hi, kannst du meinen Namen in dein Haus schreiben? Das hatte ich eh mal überlegt, sowas mal zu machen. Marie ist auch Mitglied geworden seit 2 Monaten. Evil Dragon ist auch Mitglied seit 2 Monaten. Vielen lieben Dank. Vermisst Schinken. Der Finder erhält 100 Diamanten. Gezeichnet easy cheesy. Vermisst. All meine Betten wurden geklaut. Bei Hinweisen bitte an Ryan wenden. Angeblich war es der Takis-König. Wer ist das? Uff. Suche neue Hausfassade, bitte bei Ryan melden. Vermisst, suche meinen geliebten Toto. Der Finder bekommt 50 Diamanten, gezeichnet Ryan. Alter, es wurde ordentlich gerippt hier in der Zeit. Yo, Sad Pikachu ist da. Ein Mitglied seit 14 Monaten, seit über einem Jahr. Haut da mal ein Herz raus für den jungen Mann. Mia alias Mann, oha. 1 Monat Mitglied. Vielen Dank. Easy Class Mitglied seit 2 Monaten. Fiona Mitglied. Kiwi Löwe Mitglied. Amelie Mitglied. Emmy Mitglied. Was ist eigentlich hier los? Damn. Easy Cheesy hat einfach. Hat einfach Gold. Ein Haus aus Gold. Treten verboten. Okay. Na gut, dann gehe ich da nicht rein. Elina, der Hexenhut auf dem Grab. Yo. Yo. Oh mein Gott. No way. No way. Oh, das ist so cool. Das ist so cool. Ich pack's erstmal hier noch drauf. Alter, ein Bienenhut. No way. No. Way, Alter. Dieser Hut. So geil. Geiler Mega-Hut. Alter, das ist so cool. Wendy B. hat 5 Mitgliedschaften rausgehauen. Vielen lieben Dank. Und wir sind 2K-Zuschauer. Oh mein Gott, Leute. Es ist so geil, wieder back zu sein. Es ist so geil. Wir gucken uns das alles hier mal an. Ben hat hier neue... Oh mein Gott. Können die Kartoffel da rein tun. Oh, Kartoffli, Digga. Aber wir packen den Goldblock da rein. Goldblock. Jo, das ist so cool. Okay. Oh, Ben hat mir einen Trick verraten, wie man diese Betten, wie man diesen Bug ausschalten kann. Grafikeinstellung. Das war irgendwas mit schnelle Betten. Quality, Performance.
Fast Beds aus. Apply. Haben wir jetzt Betten? Yo. Yo. Alter, mein Helm, der drippt ja sogar. Der drippt Honig. Damn, das ist so cool. Wie geht's meinen Bienen? Ich muss hier, sorry Leute, ich muss hier komplett die YouTuber-Insel. Muss ich hier, alles was in einer Woche passiert ist, muss ich hier alles einmal nachchecken. Äpfel. Äpfelbäume oder sowas. Fleischfressende Pflanzen. Okay. Das ist schon cool, dass es hier fleischfressende Pflanzen es gibt. Marie 362. Ich finde, du bist die beste YouTuberin. Lieb dich. Vielen lieben Dank. Sad Pikachu hat 10 Mitgliedschaften rausgehauen. Vielen lieben Dank, Sad Pikachu. Melina Rogosch ist ein Mitglied. Funny. Hilf. YLF. Mitglied seit 2 Monaten. Claudia Schrott, Mitglied. Alter, was ist mit der Melone passiert? Damn. Es war Mr. X. Steht hier was? Oh mein Gott. Ich will es nicht spoilern. Vielleicht hat es mir noch nicht gebracht. No way. Kuschel geklaut. Alter. Wie sieht's bei Logo aus? Was ist hier ausgeworden? Yeah, das klingt geil. Also Logo fängt, glaube ich, an, sein Haus zu bauen, wenn ich das richtig sehe. Ja, stark. Stabil. Hab jetzt 6 Euro gegeben, meinen Namen in dein Haus. Wir machen so eine Namenliste. Aber erstmal noch nicht. Aber wir machen so eine in meinem Haus. Emperador Loco ist Mitglied geworden. Emmy ist Mitglied geworden. Minu ist Mitglied seit einem Monat. Amelie ist Mitglied neu. Moin, moin. Kiwi ist ein Mitglied. Fiona ist ein Mitglied. Ich glaube, ich habe jetzt alle vorgelesen. Ich habe YouTuber-Insel gesagt. Oh mein Gott, ich meine YouTuber-Freunde. Minecraft-Freunde. Oh mein Gott, Minecraft-Freunde meine ich natürlich. Ist Easys Haus noch größer geworden? Easy macht hier so ein riesen Hochhaus. Und hier vorne ist noch so ein anderes Haus. Ebrus Haus. Fabi und Gambo hat sich nicht viel getan. Zack. Zur Putzilei. Hier kann man irgendwie eine Anzeige erstatten oder so. Alle los da. Los da. Logo, Logo, Logo. Da ist er. Das Logo. Er kann fliegen. Verloren. Was ist hier bei meinem Bienenhaus eigentlich los? Was ist hier los? Hat sich hier was getan? Wir haben hier... Nee. Sind meine Bienen noch da? Nicht mehr so viel Honig. Oh oh. Beanies? Sind meine Bienen noch da? Oh mein Gott. Meine Bienen. Ist es schon irgendwie Bettgezeit für euch, kleine Bienchen? Ja, hier ist noch eine Biene. Aber drüben bei meinem Bienenvolk. Boah, der ganze Honig ist voll. Jetzt gehen wir mal zu meinem Haus und gehen da mal gucken, was sich da so getan hat. Das sehe ich sofort. Das ist eine Redstone-Kiste. Zack.
drauf an, was eine Redstone-Kiste, wenn es eine nette Kiste ist, hä? Wer hat denn dieses süße Geschenk gemacht? Kinonagis, Ofenkartoffeln, so richtig viele Ofenkartoffeln, Diamant, goldener Apfel und die Rana-Cap. Ach, das war nur ein roter Block, oh lol. Das ist aber ein nettes Geschenk. Claudia Schott ist... Nee, hat eine Mitgliedschaft verschenkt. Vielen lieben Dank. Und Marie hat 99 Cent gespendet. Vielen lieben Dank. Und Janis Ben hat eine Mitgliedschaft verschenkt. Neffe 01 ist ein neues Mitglied. Mali, die Süchtige, ist ein neues Mitglied. Vielen, vielen, vielen lieben Dank, meine Lieben. Oh, wie war der Code nochmal? Nee. Bam, 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 bam. Bam. Hey, hat jemand Müll gemacht? Hier hat jemand vandaliert. Oh mein Gott, Elina. Ich lebe wieder. Bin von den Toten auferstanden. Zack, zack. Die Mucke ist ausgegangen, habe ich das Gefühl. Das müssen wir aber anmachen. Das ist ein Banger. Das ist ein Banger, ja. 2600 Zuschauer. Erissimo, Leute. Erissimo. Neffe 01 hat 50 Euro gespendet. Jo. Dankeschön, mein Lieber. Solus BG hat einen Euro gespendet. It's Vogel Roblox hat einen Euro gespendet. Vielen lieben Dank. Alter, Neffe 01. Crazy. He crazy. So. Eigentlich brauche ich den braunen Farbstoff noch. Weil ich will heute mein Bienenhaus weiterbauen. Das ist ein Banger. Ah, oh Mann. Löwenzahn brauchen wir. Das brauchen wir nicht. Das müssen wir Epo noch wiedergeben. Hier wurde ja richtig viel Vandalismus betrieben. Unverschämtheit. Hattest du viel Spaß? Ah, ich glaube, es geht um meinen Urlaub. Yeah, Leute, ich hatte Spaß. Ich hatte ganz viel Spaß. Yippie, yippie, yippie. Oh nein. Oh, Leute. Spendet mal Leute, 50 heute. Mitgliedschaften, damit Logo wieder aufsteht. Nein, ich baite sowas nicht mehr. Ich kann das nicht mehr, meine guten alten Tage sind vorbei. Aber du hast ein Jetpack. Ja, Jetpack! 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 Hat dir Flo dein Atomgenerator wiedergegeben? Nein. Ich springe jetzt mit Ryan zusammen Flo's Haus. Ah, das ist ja cool. Dann wünsche ich euch viel, viel Spaß. Ja, Spaß! Ja, yippie, yippie. Dir auch viel Spaß beim Wiederleben. Ja. Tot sein war auch nicht schlecht. War ein Witz. Oh, was ist das denn? Das sieht ja aus wie eine Netherite-Axt. Nein, das ist eine Gold-Axt. Wow, bei mir sieht die voll krass aus. Oh. 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 Ich bin eine arme Biene, bitte tun Sie mir nichts. Summ, summ. Na gut, der armen Biene sei es verziehen. Aber Elina, wenn ich die sehe, mach ich die fertig. Ha. 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 Gambo? Ja? Minecraft-Kisten? Mu.
Könnt ihr mal aufhören, so laut hier zu sein? Ich versuche zu schlafen. Junge! Leg dich mal ein, du bist doch nichts Besonderes. Ja, Mann. Ich muss morgen auch morgen früh aufstehen. Ich muss morgen wieder in die Bienenwabe rein. Und wieder ordentlich ackern. Biene in mein Bett. Für die Königin. Raff dich mal. Morgen wieder im Bienenbau rein, Malochen, Junge, ich hab gar keinen Bock. Und wisst ihr, was noch viel schlimmer ist? Der Heizung ist kaputt. Ich hab seit drei Wochen hier schon Frostbeulen an den Finger. Ich hab hier auch nur 15 Grad. Es ist so kalt. Meine Hände sind so kalt. Oh nein, Ryan ist gestolpert. Warte, ich hol dich wieder hoch, Ryan. Mein Bett, die Biene hat mein Bett. Nein. Mein Bett, bitte, ich brauche mein Bett wieder. Nein, nicht abhauen. Achso. Oh. Oh. Okay, danke. Ich weiß nicht, wie viel Grad ich hier habe, aber es ist sehr kalt. Ich wünsche dir noch viel Spaß, Elina. Vielleicht begegnet man sich ja noch einmal. Ja. Oh, neuer Hut? Ja, der ist echt cool. Habe ich zu meiner Beerdigung bekommen. Oh, das ist ja ein cooles Geschenk. Ja. Nach deiner Beerdigung haben wir alle tote Oma gegessen. Lecker. Lecker. So, ich bin mal weg. Was ist das okay. Denn? Tschüss. Tschüss. So, sonst hat sich nicht viel getan. Bisschen Vandalismus. Easy hat hier ordentlich was gebaut. Bäume wurden hier gemacht. Und machen süße Geräusche. Was ist hier drüben bei den Dinos los? Ich muss mal ein bisschen gucken. Hast du eine neue Handyhülle? Ah, lol. Lol. Ich hatte das Ding hier gerade in der Hand. Das Ding hier, Leute. Ihr könnt es nicht so gut erkennen. Aber das hat 4 Knöpfe. Wenn ich die oberen Knöpfe drücke, geht das hier sofort alles aus. Also, es macht dann die Steckdosenleisten aus, damit man so Strom spart, wisst ihr, Leute? Und die unteren beiden Knöpfe sind für die Heizung. Ich habe die Heizung gerade ein bisschen aufgedreht, weil es wirklich hier kalt ist. Keine Dinos gerade da. Aber ist ja auch egal. Wir wollten nämlich eigentlich, glaube ich, ein bisschen Sand holen. Und ein bisschen Kies holen. Was geht in meinem Rucksack? Oh nein. Oh. Oh mein Gott, ich glaube, ich habe meinen Rucksack nicht. Das wäre schlecht. Wo ist mein Rucksack? Ich glaube, ich muss zu der Stelle zurück, wo alles geschehen ist. Janis Ben hat eine Mitgliedschaft verschenkt. Vielen lieben Dank. It's Vogel Roblox hat nochmal 2 Euro gespendet. Wäre so gern Aufnahmepartner, geht aber leider nicht. Nee, das geht leider wirklich nicht. Wendy B. hat 5 Euro gespendet. Ich liebe dein Pullover, es ist so cool, dass meine Klassenkameradin dich nicht mehr kennt. Die dich nicht mal kennt, ihn sich holen wollte. Oh mein Gott. Ich fühle mich geehrt in meinen schicken neuen Pulli. Ich habe mich heute in meinen feinsten Zwirn gesteckt. Weil heute, ich bin heute auf einem Geburtstag tatsächlich noch eingeladen, bei meinem Bruder Gary. Der wird nämlich morgen älter. Und der feiert heute Geburtstag. Und da sind wir dabei. Und da feiern wir Geburtstag. Und deswegen habe ich mich heute rausgeputzt. Ich habe mir sogar was in die Haare gemacht. So Haarschaum. Damit die Haare gestylt bleiben. Und nicht verkleben. So, jetzt muss ich ein bisschen in die Richtung. Team IAP hat 2,49 € gespendet. Vielen lieben Dank. Und hat dann nochmal 2,49 € gespendet. Song Sing mit, glaube ich, soll es heißen.
Sing mit. Ja, die Frogs sind am Start und alle gehen hart. Es geht ab. Aber ja, mein Pullover habe ich sehr gut gewählt heute. Formidable. So, hier ist es geschehen. Hier irgendwo müsste ich noch liegen und eventuell liegt hier mein Rucksack. Uiuiuiui. Ich hab mich schon gewundert, Alter. Zack, zack, zack. Bom, bom, bom. Und jetzt? Yeah, baby! Jetzt kann ich hier einfach meine Sachen hier rausholen. Und dann muss ich mal checken, was uns so alles fehlt. Weil ich wollte das Bienenhaus noch fertig bauen heute. Ich hatte heute Meisterschaft. Wir sind einfach zweiter Platz geworden. Krass, denn was eine Meisterschaft. Ist Gary älter als du? Ja. 5 Jahre älter als ich. So, jetzt muss ich wieder in die Richtung. Bienen oder Froggy? Kommt der Froggy-Skin wieder? Yeah, Leute, der Froggy. Der Bienen-Skin ist nur eine Phase, Leute. Aber der Froggy-Skin kommt auf jeden Fall wieder. Ah, ich glaube ich. Bin in die falsche Richtung geflogen, Leute. Hey, Linsky, wie war dein Urlaub? Oh ja, ich kann es euch einfach erzählen. Am Freitag sind wir hingefahren, da muss ich Fivey Tschüssi sagen, das hat sehr weh getan, weil ich mag Fivey ja so gern, die kleine süße Maus, die Maus. Genau, dann sind wir Freitagabend da angekommen, haben dann nichts mehr gegessen, glaube ich, weil wir auf der Fahrt relativ viel gefuttert haben. Dann bin ich brauche mal geilere Musik, muss ich sagen. Der ist schon ein Banger, aber nicht die... Alter, wir hören uns mal heute Techno an, Leute. Einfach mal ein bisschen Techno. Nee, das ist nicht das... Ich brauche einen Banger-Techno. Ah, das ist es irgendwie nicht. Dann lieber Funk. Die Musik fühle ich gerade nicht. Oh yeah. Yeah, das ist es. 2600 Zuschauer, Leute. Liebe geht raus. Vielen lieben Dank. N21 hat geschrieben, also hat erstmal 12 Euro gespendet. Vielen lieben Dank für die Bienen. Cute. Pingo Bean. Nee, das lasse ich. Ich habe so einen richtig geilen Key-Spot. Ja, genau. Am Freitag sind wir angekommen, haben dann nichts mehr gegessen. Und dann am Samstag war dann der erste Ski- und Snowboard-Tag. Da haben wir, ich fahre ja Ski und Snowboard, ich kann ja beides. Und dann hatte ich mich dafür entschieden, am Montag Snowboard zu fahren. Und weil meine Skier so ein bisschen älter waren, die muss man halt auch manchmal so schleifen lassen, damit die besser fahren, habe ich gesagt, so, ich fahre am Montag Snowboard, weil mein Snowboard war noch gut. Am Samstag meine ich natürlich. Am Samstag fahre ich Snowboard, also am ersten Skitag. Und die Skier gebe ich dann irgendwo ab, wo dann geschliffen werden können und so. Und... Dann hat der Typ gesagt, ja, das kannst du aber erst morgen abholen. Ich so, alles gut, ich will hier heute eh nicht fahren. Also Skier. Habe ich das schleifen lassen. Und dann bin ich Snowboard gefahren. Ich habe so festgestellt, also ich weiß nicht, ob hier ein paar Snowboarder gerade zuhören. Aber ich habe so festgestellt, Snowboardfahren ist so anstrengend. Es ist nicht so chillig. Man kann nicht mal so eben stehen bleiben und so. Es ist wesentlich anstrengender. Dann habe ich am ersten Tag gesagt, morgen fahre ich Ski. Und dann bin ich Ski gefahren und es hat mir so viel Spaß gemacht, wenn man auch einfach mal
stehen bleiben konnte bei so beim Skifahren. Da fährt man ja best case ein bisschen runter, damit man ein bisschen Speed hat. Aber es gibt halt auch so Wege, die halt komplett gerade sind. Und wenn du dann halt ein Snowboarder bist und du bist nicht schnell genug, dann schaffst du diesen Weg da nicht lang und dann musst du dich aus deinem Snowboard rausbinden mit einem Schuh. Und dann musst du so ein bisschen, wie so auf so einem Skateboard musst du skaten. Und das musst du halt bei Skiern nicht. Wenn du so einen geraden Weg hast, dann hast du da deine Skistöcker. Kannst du einfach fahren. Das finde ich halt viel chilliger. Und ich habe dann auch meine Skistöcker verloren, weil, falls ihr euch noch erinnert an die Story von gerade eben, dass wir die Skier abgegeben haben bei dem Laden, wo die Skier nochmal so richtig schön geschliffen werden und alles nochmal neu gemacht wird. Da haben wir gefragt, können wir ja auch die Stöcker abgeben. Der Typ sagte, nee. Dachte ich mir, Mist. Und dann haben wir das einfach irgendwo anders abgestellt, erst vor dem Laden da. Und dann haben wir am Abend natürlich die Skistöcker vergessen wieder mitzunehmen. Und die wurden dann geklaut. Ja, die anderen Tage erinnere ich gar nicht mal so krass. Weil dann waren wir Skifahren und die ganze Zeit Skifahren. Und wir sind ab und zu essen gegangen. Wir waren auch Nachtrodeln. Das waren wir auch. Also halt einfach so Schlitten fahren. Das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Ja, das war nice. Ups, das war der falsche Code. Ich habe zu viel Essen und muss mich mal konzentrieren, dass ich meinen ganzen Stuff hier einmal wegpacke. Putz. Dass ich das alles nicht sortiert habe noch mal, ey. Shame on me. Ah, so. Das Steak. Die Kartoschkas packen wir weg und die Dino-Nuggies. Wo packen wir jetzt die ganzen Bücher hin? Hier einfach. Pfeil. Ah, das wollte ich Epo noch zurückgeben. Hey, hier ist mein Schal der Unsichtbarkeit. Yeah. So, gelber Beton. Haben wir beides nicht mehr so viel. Henning Meyer hat 9 Euro gespendet. Vielen lieben Dank. Und Max Live ist Mitglied geworden. Vielen lieben Dank. Zack. Funktioniert überhaupt eigentlich eine meiner Kameras noch? Nee. Oh. Yo. Tief und nie abgebaut. Lol. Das ist cool. Ja, Kamera 2 und 4 wurden mir geklaut. Die eine war bei Easy. Wo die andere war, weiß ich gar nicht mehr. Aber Flo hat sie da gelassen, Flo der Ehrenmann. Janis Ben hat eine Mitgliedschaft verschenkt. Vielen lieben Dank. Hab in 36 Tagen Kommunion. Alter, dass ich das entziffern konnte. Das hast du nämlich echt wild geschrieben. So, ich brauche mal kurz mein Handy. So. So, ich bin gerade irgendwie abgedriftet in meinem Head. Was wollte ich nochmal machen, Leute? Helfen mir auf die Sprünge. Was wollte ich nochmal machen? Alter, Mr. Kertik ist Mitglied seit 3 Monaten. Adi spielt Games, ist Mitglied geworden. Pascal hat 2 Euro. Was bedeutet das rechts neben dem Inventar? Oh, das hier ist Just Enough Items. Das ist eine Mod, wo man halt
Wenn man sich nicht sicher ist, wie man jetzt eine Endertruhe craftet, kann man halt einfach sich so eine Endertruhe craften. Also, man kriegt dann halt ein Crafting-Rezept, selbst wenn man die Sachen halt gerade nicht im Inventar hat. So, ich wollte rausgucken, wo, ich habe einen Screenshot gemacht. Da habe ich mir abgescreenshottet, wo so ganz viel Kies ist. Ah, oh, ich habe es nicht gescreenshottet, ich habe es einfach abfotografiert, ich Dumme. Das muss ja auf jeden Fall vor meinem Urlaub gewesen sein. So. Ja, der Urlaub war echt nice. Wir waren auch Eislaufen zwischendurch und so. Haben lecker gegessen und sowas. War cool. Ja. Aber der hat wieder nur Müll. Ich muss checken. Ah, hier. 1700. Zack. Ich sollte mir Holz auf jeden Fall mitnehmen. Hier ist Holz, da ist Holz. Zack. Pascal hat 2 Euro gespendet. Vielen lieben Dank. Wo nimmt ihr Podcast auf? Ganz einfach, wir nehmen einfach von uns zu Hause aus auf. Ganz easy, easy, easy. So, hier müssen wir noch 1000 Blöcke geradeaus. Matthias Erhardt hat 5 Euro gespendet. Vielen lieben Dank. Alien, die Hüte auf dem Grab sind von Ben. Oh. Eins muss ich Ben wirklich krass lassen. Der kann so krass gut Geschenke auswählen. No joke. Der kann so krass gut Geschenke auswählen. Oh Mann, Leute. Ich habe heute noch nichts gegessen. Ich habe noch voll Hunger, ey. Eline, hast du dich getraut, die schwarze Piste runterzufahren? Was ist eigentlich jetzt mit Dings? Nee, ich habe mich nicht getraut, die schwarze Piste runterzufahren. Also ich bin am den ersten Tagen bin ich nur blau gefahren, was so rückblickend betrachtet mega dumm war. Weil eigentlich kann ich auch rot schon fahren, aber ich habe mich irgendwie nicht getraut. Das war irgendwie voll doof, weil jetzt habe ich so das Gefühl, ich habe so ein bisschen meinen Skiurlaub ein bisschen gewastet, weil ich kann eigentlich besser fahren. Und ja, das, und ich bin auch keine schwarze Piste gefahren, aber ich glaube, schwarze Piste, ja, kann halt mal cool sein, aber die kann auch mega stressig sein, hätte ich gesagt. Also ich wollte mir den Stress einfach nicht geben, Leute, ganz ehrlich. Ich wollte einfach nur chillen. Ich wollte ein bisschen was chillen. Elina, du musst was essen. Ja, und getrunken habe ich auch so wenig, aber es geht gerade schlecht. Elina, du musst was essen, in echt. Klammer auf, in echt. So, hier kommt gleich mein Mega-Kiesrocker. Ich kann bei Kiesverkäufer werden. Wo siehst du die Koordinaten bei dem Bildschirm? Ja, einfach hier. Die Zeile da. Kannst du einen Song über die Hexenschwestern machen? Fühle ich. Fühle ich. So. Hab heute Geburtstag. Das ist cool, mein Bruder hat morgen Geburtstag und ich habe dann schon in einer Woche Geburtstag. Jo! Yami! Hat 10 Mitgliedschaften verschenkt. Oh mein Gott. Lasst mal alle ein Herz da für ihn. Oder ein Auto Melina Emote. Ich tanze was für Yami. Vielen lieben Dank für 10 Zahabs. Ehre. So ein Ehrenmann. Zack. Ich wollte ein bisschen Kies gerade. Yami, ich hol dich ab. Wir wollen Kies abbauen. Probier mal den Käsekuchen von der Marke Gü.
kenne ich nicht. Wisst ihr, was mega strong ist in Österreich? Können wir... Mich würde mal interessieren. Schreibt mal die Flagge, in welchem Land ihr wohnt, in den Chat. Ich würde gerne wissen, wie viele Österreicher da sind, wie viele Schweizer da sind, wie viele Deutsche da sind. Falls ihr Schweizer seid, dann spendet mir ganz viel Geld. Spaß. Das war wirklich nur ein Joke. Das war wirklich nur ein Witz. War nur ein Witz, bitte. Benutzt Fackeln. Ja. Kann man machen. Kann man aber auch schwer machen. Boah, ich habe bald in einer Woche Geburtstag. Weil ich liebe meinen Geburtstag. Ich liebe meinen Geburtstag. Ohne Witz. Ich liebe meinen Geburtstag so hart. Ich freue mich darauf immer voll. Deutschland. Schweiz. Deutschland. Deutschland. Es war noch nichts. PE. Was war PE nochmal? Deutschland. Deutschland. Uff. Der Funk. Great Britain? Ist da jemand aus Great Britain, Alter? Das ist cool. Yeah. Ich muss mal jemanden schreiben und nach Hilfe bitten, weil ich habe so Hunger. Sami ist Mitglied geworden. Vielen lieben Dank. Pascal hat 2 Euro gespendet. Hast du mit Banks heute Banks? Ja, ich habe mit Banks heute Banks. Und außerdem habe ich mein Leben gebankst. Und das ist mir auch noch was gebankst. Cool. Aber was ich eigentlich sagen wollte, in Österreich, da waren wir auch einkaufen. Da haben wir so uns ein paar Getränke geholt, ein paar Snacks, die man so wegsnacken kann. Und Leute, ich schwöre euch, wenn ihr mal in Österreich seid oder wenn ihr in Österreich lebt, holt euch unbedingt Milchbrötchen von Oelz. Das ist eine Firma, ich glaube, die gibt es nur in Österreich. Milchbrötchen, Oelz, beste Leben. Milchbrötchen sind schon an sich der Hammer. Aber diese Firma Oelz, der Name allein ist schon der Hammer. Aber Milchbrötchen sind toll. Ich liebe Milchbrötchen. Vor allem die Milchbrötchen von Oelz, die finde ich so lecker. Oelz, bitte sponsort mich. Ich finde eure Milchbrötchen sehr lecker. Voll eklig, ich glaube. Ich höre hier sogar meinen Honig runterdrippen. Ist ja widerlich. Aber der Helm ist on fire. Milchbrötchen sind nice. Sag mal, Leute. Seid ihr eher so die Milchbrötchen-Liebhaber, die plane Milchbrötchen, also die rein Milchbrötchen ist? Oder mögt ihr eher diese Milchbrötchen, die so mit Schoko noch drin sind? Weil jetzt kommt meine Meinung. Ich glaube, normale Milchbrötchen sind einfach geiler. Weil ich finde, das Schoko-Verhältnis von Milchbrötchen mit Schoko drin lohnt sich einfach nicht. Ich sollte unbedingt diesen... Oh, alles kaputt gegangen. Ich sollte unbedingt diese TikTok-Filter machen, wo ich Sachen rate. Wo ich sage, das ist geil, das ist nicht geil. Weil bei Milchbrötchen, da kenne ich mich aus. Bin ich Experte einfach. Standard ist am besten. Nee, ich mag normal. Mit Schokolade. Vertrag sie nicht so gut. Das gibt's ja auch noch. Stimmt. Damn.
Rebecca Schneider hat 249 gespendet. Elina, kannst du Wobbly live spielen? Nee, heute ist ein purer Minecraft-Stream. Und Claudia Schott hat 1 Euro gespendet. Vielen Dank. Claudia. Sami ist übrigens ein Mitglied geworden, falls ich das noch nicht vorgelesen habe. Vielen lieben Dank. Ich darf keine Milchbrötchen wegen Gluten. Oh, damn. Fahre am Samstag in Skiurlaub nach Österreich. Sind dann wieder Ferien irgendwo? Ich weiß, dass ich in den Urlaub gefahren bin, wo in Deutschland keine Ferien waren. Was sind Milchbrötchen? Milchbrötchen sind ein Lebensmotto. Milchbrötchen sind toll. Wer ist alles online? Logo und Ryan sind gerade on. Die machen da was. Die hacken da was aus. Die beiden Lausbuben. Die machen da wieder was. Yo. Sad Pikachu hat 10 Mitgliedschaften verschenkt. Und Leute, mein Kurzzeitgedächtnis ist irgendwie kaputt. Ich weiß nicht, ob ich es vorgelesen habe, aber Wendy B hat auch nochmal 5 Mitgliedschaften rausgehauen. Wir sind allein jetzt schon 55 neue Mitglieder. 55. That's crazy, Leute. That's really crazy, man. Okay, jetzt haben wir ziemlich viel Kies. Ich muss, glaube ich, noch auf so eine Sandtour gehen. Logo und wer? Ryan. Ryan und Logo? Logo und Ryan. Oh, ich finde das so süß, wenn ihr euch bei den Leuten bedankt, die Mitgliedschaften verschenken. Ich glaube, Ole hat sich gerade bei Sad Pikachu bedankt und hat geschrieben, merci. Wann kommt der Taki-Song? Leute, es liegt wieder nur an mir. Es liegt in meiner Hand. Ich muss noch ein Musikvideo shooten. Aber ich habe gerade Probleme mit einem Kameramann, mit dem ich das zusammen shooten kann. Da ist das Problem. Ich liebe Milchbrötchen mit Nutella. Boah, wilde. Also ganz, ganz wilde Kombi. Habe ich noch nie ausprobiert. Aber das klingt sehr, sehr, sehr gefährlich. Kann Till eigentlich auch Snowboard fahren? Ja. Till kann besser Ski und Snowboard fahren als ich. Der hat mir das ja auch alles beigebracht. Aber momentan fährt Till auch Ski, weil es halt chilliger ist. Vor allem, als ich Snowboard fahren gelernt habe. Weil das ist halt... Beim Snowboard fahren kannst du halt nie stehen bleiben. Das ist das Problem. Wenn du halt stehen bleibst, dann... dann fällst du halt automatisch hin, weil deine beiden Beine sind festgeschraubt an ein Brett aus Holz. So, und dann fällst du halt meistens hin. Was heißt hinfallen, aber du lässt dich halt dann eher fallen und sitzt dann halt lieber anstatt. Wie so ein Skifahrer kannst du halt stehen bleiben, das ist halt schon so praktisch. Und dann ist es halt super nervig, wenn du halt so eine Elina hast, die gerade Snowboard fahren lernt und alle 10 Meter auf die Schnauze fliegt. Und wenn du dann auf Skiern bist, kannst du einfach stehen bleiben und dann das aus dem Stehen erklären. Musst dich nicht selber mal hinsetzen. Das ist ein Funk-Song, der ballert, Leute. Der ballert. So, ich schaufel hier noch ein bisschen Kies. Dann bringe ich das zu unserem Minennest und dann suche ich ein bisschen Sand. Danke an den, wo mir geschenkt hat. Wie lange bist du mit Till zusammen? Seit Ende 2019. Also, dieses Jahr haben wir, ja, 4 Jahre.
beobachte mich, pfeffert sie weg. Das ist ein richtiger Edit-Song, ja. Der ist fire. Ich feier Funk, muss ich sagen. Funk ist geil. So, zack. Jetzt müssen wir wieder nach Hause. Das heißt, wir müssen, ja, in die Richtung. Und dann slightly nach da, ja. Elina, wie lange kennst du schon Ebro? Also Ebro kenne ich... Boah, gute Frage, wie lange ich Ebro schon kenne. Wie lange kenne ich Ebro? Das ist eine extrem gute Frage. Boah, seit 2017 oder 18? Boah, das muss ich Ebro fragen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Gehen Plan. Ruf kurz Ebran, ich habe wirklich kurz überlegt. Messi oder Ronaldo? Ich gebe die Frage weiter an den Chat. Ihr müsst jetzt sagen, Messi oder Ronaldo? Ich habe letztens von Ronaldo geträumt. Ich habe letztens geträumt, ich habe den im Real Life getroffen. Übrigens, mich hat gerade jemand eine richtig interessante Frage gestellt. Und jemand hat gefragt, konntest du in dem Hotel besser schlafen als zu Hause? Und die Antwort ist, ja, Mann. Ich konnte so geil schlafen. Ich konnte instant immer einpennen. Das ist ja sowieso, einpennen ist ja nie so mein Problem. Aber aufgestanden um 7, um 6, um 5. Nee, nicht um 5. Aber ich war immer so hellwach. Aber ich verstehe halt auch, weil das ist ja halt so voll... das ist, also... Ich check das ja auch, weil man ist ja so hyped, dass man jetzt gleich Skifahren geht oder so. Und man freut sich ja auf die ganzen Aktivitäten und sowas. Ronaldo, beide Messi. Ronaldo. Ich habe keinen Fußball. Mbappé. CR7. Ronaldo safe. Messi. I'm gonna Messi. Ich kenne mich halt auch nicht so krass gut in Fußball aus. Ich glaube, ich feiere Messi eher. So. Dann lade ich mal meinen ganzen Kies hier ab. Und ich brauche auf jeden Fall noch Skelette. Ich fahre jetzt einfach mal querfeld ein. Hier diese Richtung. 2400 Leute sind wir. Irrissimo, Leute. Moin. Ups. Skelett. Aua. Alter, die haben mir sofort einen noch Dötz gegeben. Zack. Mann. Hey. Zack. Pele. Hast du Godzilla geschaut? Nee, ich habe Godzilla nie so krass geschaut. Du hast doch Knochenblöcke bekommen. Wow, true. Noch 500k bis zur Mio? Wale. Killerwale. Damn, that's cool. Du hast noch Knochenblöcke. True, ich brauche gar keinen Knochen. Boah, was ist denn hier los?
Osterinseln oder was? Brauche auf jeden Fall noch gelben Farbstoff. So, jetzt momentan suche ich gerade nach Sand. Hier habe ich ein bisschen Sand. Aber nicht so viel habe ich. Wirst du auf der Gamescom an allen Tagen sein? Nee, ich werde nicht an allen Tagen sein. Digga. Das sieht nicht gut aus. Alter Schwede, ey, war das knapp. Ich werde nicht an allen Tagen sein. Ich werde am Wochenende auf jeden Fall da sein, aber die Tage davor nicht unbedingt. Hast du einen Zweitnamen? Ja, habe ich. Aber den von meiner Mutter. Iris. Ja. Yeah. Noch 95.000 Abos bis zu 1 Million. Ja, richtig. Da hatte nämlich irgendwer reingeschrieben, 500.000 Abos. Das wäre ein bisschen viel. Boah, das wird ein Tag. Ich hätte einfach da Sand farmen sollen, glaube ich. Elina Iris? Ja. Weirder Name. Wann wird Nether freigeschaltet? Ich habe keine Ahnung. Das ist dein Job. Oh. Oh no! Feuerschutz. Wie random. Also es ist eine... Oh, Wüste! Wüste, Wüste, Wüste. Wer sucht, der wird finden. Jibi. Zack, jetzt können wir hier wieder ordentlich Sand farmen. Unseren Bienenstock fertigstellen. Mein zweiter Name ist Joy. Wie geht es Five? Oh, Five ist gerade hier nicht in dem Zimmer. Weil Five, wir hatten gerade eben Besuch und damit ich hier den Stream anfangen kann, ich war ja schon zu spät, musste der Besuch halt woanders hin, ist wieder raus aus dem Wohnzimmer und Five dann auch. Ja, aber Five geht's ansonsten gut. Wir haben ihn gestern abgeholt, wir sind dann nach Hause gefahren. Autofahren mag er ja nicht. Er hat sich leider auch während der Autofahrt einmal übergeben und musste einmal auf Klo. Das tat mir sehr leid natürlich. Aber ansonsten geht es dem kleinen Fivey-Line echt gut, muss ich sagen. Er ist sehr happy, dass wir wieder da sind. Wollte sehr viel gekuschelt werden. Ja. Du warst nicht zu spät. Ein bisschen. Dein Froggy wurde geklaut. Nee, nee, der ist noch da. Mein Name ist Rose. Cooler Name. Wirklich cooler Name. Und wie geht's dir? Ja, mir geht's sehr gut, weil ich habe ja ein bisschen Urlaub gemacht. Ich habe mir auch nichts gebrochen. Ich habe schön gegessen. Oh ja, gegessen habe ich auf jeden Fall. Oh, ohne Witz, Österreich. Ich liebe Österreich so ein bisschen, weil Österreich hat so leckeres Essen. Kaiserschmarrn und Pommes frites auf so einer Hütte essen. Und einfach alles purer. Oh, lecker. Mach mal Abo-Countdown. Ja, dafür müsste ich raffen, wie das geht. Also ich weiß, glaube ich, wie das geht, theoretisch, aber dass ich das jetzt so eingefuchst bekomme, weiß ich nicht. Aber ihr könnt auf jeden Fall alle mal ein Abo dalassen, Leute, falls ihr kein Abo dagelassen habt. Macht euch einen Account und lasst mich zur 1 Million fliegen.
kannst du Ben mal wieder pranken? Ja, aber wie? Wie kann ich ihn pranken? Bist du dieses Jahr auf der Gamescom? Ja, safe. Ich farme ganz viel Sand. Wo warst du Skifahren? In Ischgl. Weirder Name, muss ich sagen. Wir haben ja noch zwei Slots frei. Wo ist Gamescom in Köln? Bin Österreicher Kaiserschmarrn und Palatschinken beste. Ja Leute, falls ihr es nicht wisst, Palatschinken heißt auf Deutsch Pfannkuchen. Aber actually finde ich, finde Palatschinken viel besser als ich weiß nicht, wie manche Leute das nennen. Manche Leute sagen ja zu so einem Berliner Pfannkuchen oder Krapfen. Und dann weiß ich gar nicht, was der richtige Pfannkuchen ist. Aber mit Palatschinken bin ich komplett fein. Palatschinken appreciate ich. Weil ein bisschen sieht es aus wie Schinken, so ein Pfannkuchen. Deine Vlogs waren sehr cool. Aber dankeschön. Ja, ich weiß halt immer nicht, ob ich das Zeug zum Vlogger habe. Das ist eine Möwe. Ich habe mich gerade so gewundert, was da lang schwimmt. Gabriel Monkiewicz. Habe ich das richtig ausgesprochen? Hat 2,50 Euro gespendet. Vielen lieben Dank. Und Leon Brawl Stars YouTube hat ist seit 2 Monaten Mitglied. Vielen lieben Dank. Man spricht es Palatschinken aus. Oh, Palatschinken. Sorry, meine lieben Freunde. Bin ich zu spät? Nein, niemals zu spät, zu deinem Linsky-Stream zu kommen. Palatschinken. Palatschinken. Okay, wir haben genügend Sand. Can't be back. So. Oh, das ist doch schön, wenn man hier mal schön zurück kann. Kannst du mit deinem Fivey-Plüschtier machen, war die Frage. Dann sei mal gespannt, was die nächsten Tage auf dich zukommt. Ne, die nächsten Wochen, die nächsten Monate, die nächsten Jahre. Die beste Stelle im Vlog, als Till gesagt hat, du hast Rotze im Gesicht. Aber ich habe das reviewed, ich habe die Stelle nachgeguckt, ich hatte da gar keine Rotze im Gesicht. So. 2000 Blöcke bin ich weggefahren. Mein lieber Scholli. New Ben's Haus. Okay. Hat es Five überstanden in der Zeit, wo ihr jetzt nicht da wart? Ja. Er wurde nicht so doll gekuschelt wie sonst. Und, was kommt denn da? Vielen Dank. Geil. Guckt euch das mal an, pass auf. Was zu trinken? Obstteller. Mehr Obst. Und delicious. Tortelli mit Tomatensauce. Oder roter Soße.
kämpfen. Timo hat eine Schweizer Franke gespendet, vielen lieben Dank. Und Janis Ben hat eine Mitgliedschaft verschenkt. Tilda Butler hat jemand geschrieben. Ja, das sind die Erdmann. Endlich isst du was. Es ist wirklich wahr. Warum ist unter den Emojis eine Makrele? Ja, damals, als ich mit Stream angefangen habe, da war Makrele so ein Running Gag geworden. Mhm. Aber den benutze ich gar nicht mehr so häufig. Chat Pikachu hat 10 Mitgliedschaften aus dem Minimal geschenkt. Vielen lieben Dank, Chat Pikachu. Danke, 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 danke. Noch 8 Tage. Alter. So viele Leute haben eine Mitgliedschaft jetzt bekommen. So ehrenhaft. Die Musik feiere ich nicht. Ich hätte gern ganz viel Musik. Pop. Yeah. Ich will die popularsten Pop-Songs haben. So. Ich glaube, die Tortellini sind zu heiß. Aber let me check. Aber die Tortellini sind perfekt. Mmh. Boah. Alter Schwede. In 8 Tagen ist mein Geburtstag echt. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Boah, diese Tortellini sind so lecker. Also diese Tortellini sind der Hammer. Boah, die sind so lecker. Tortellini sind wirklich ein Lebensgefühl, meine Freunde. Ich habe die ganze Zeit eine blöde Werkbank hier. Die packe ich mal hier rein. Zack. Dann muss ich mal eine Kiste machen. Zack. Boom. Alter, was ist denn das für eine langweilige Musik? Boah, mit meiner Musik, da muss ich echt mal was machen. Ja, das geht schon eher. So. Tortellini oder Ravioli? Oh, safe Tortellini. Schreib mal in den Chat. Tortellini für Team Tortellini oder Ravioli für Team Ravioli? Da bin ich jetzt gespannt. Beides. Tortellini. 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 Da hat jemand Ravioli geschrieben. Ich sag euch, Leute, Tortellini. Wow. Ich finde Tortellini so geil. Hm.
deutlich mehr Leute für Tortellini. Oh nein, mein Spiel stürzt ab. Ich habe auf eine blöde Taste gedrückt. So. Diese Musik ist so schlecht. Können wir hier mal eine geile Mucke haben? Ich will eine geile Mucke. Blues 2010er. So. Zack. Nee. Egal. Ich nehme einfach den. Kannst du ja eine Umfrage machen. Oh, stimmt. Ich vergaß, dass es diese Option ja auch gibt. So. Ich habe eine andere Idee, die habt ihr in die Kommentare geschrieben. So. Zack. Playlist. So, das machen wir jetzt an. Wo bin ich gerade? 106, 14. Was mich so sehr erfüllt, finde ich hier sonst überall eine steile Wow. So. Könntest du Bens Grundstück mit Kakteen einbauen? Nicht schlecht. Mein Lehrer tanzt? Was machst du denn hier am Samstag mit deinem Lehrer? Diamanten finde ich am Mars. Und ich fühle mich ziemlich krass. Bin er nicht verliebt, ich bin in love. Yeah. Ohne Hex hätte ich es nie geschafft. Next Day hat mein Leben verändert. Und ich weiß, dass ihr euch jetzt ärgert. Ja, ich weiß, es ist nicht nice. Doch was soll ich machen? Ich liebe X-Ray. Wow, wow. Wow, wow. Wow, ich finde hier sonst überall Steine. Ich weiß nicht mehr. Diamanten finden kann. Nur ein bisschen flexen, Mann. Wer sagt mir, wo ich sie finden kann? Ray, brauche X-Ray, hey. Will doch nur ein bisschen flexen, Mann. So, die Kakaobohnen müssen wir anpflanzen, ja? So. Lassen wir ein paar da. Auf korrekter Basis. Und dann holen wir uns ein bisschen braunen Farbstoff wieder. Musik ist zu laut. Sag mal kurz, wie ist die Musik so? Jump, jump, jump. Frogs sind am Start und alle gehen ab. Jump, jump, jump. So, dann können wir das hier einmal abbauen. Und schnecken. Egal, wo du bist, wir bleiben mein Team. Von über München bis nach Wien. Egal, wo du bist, wir bleiben mein Team. Ist doch ganz egal, wenn du gerade keinen hast. Denn Team Grün ist
Perfekter als perfekt, schreibt jemand. Ha. Ehrenmann. Niemand gönnt Mitglied. Aber hier wird schon oft Mitgliedschaften gegönnt. Halleluja. Noch zu wenig Beton. Wir brauchen mehr Beton, Leute. Wie meine Mut instant nach oben geht, wenn ich was esse. Das ist nicht gut. Wurde irgendwer. Oh! Wendy B hat gegönnt! 10 Mitgliedschaften einfach rausgehauen. Deine Gebete wurden erhört. Da fackelt Wendy nicht lange. Ich bin krank. Gute Besserung. Terry ist gerade auch krank, leider. Ich war zum Glück eine Woche vor meinem Urlaub krank. Und Till ist jetzt die Woche nach dem Urlaub krank. Hat sich aber die ganze Zeit bei mir nicht angesteckt. Weil ich ein Anti-Ansteckungsmaster bin. Wasser oder Saft? Ich trinke mehr Wasser, aber ich mag eigentlich mehr Saft. Diese Zirke einsteckt. Also pass auf, dass ich dich nicht spreng. Du bist Kadett, ich bin der Captain. Sag mir, wer soll dich nur retten? Happen und Capo in mein Team. Ich kann gar nichts außer verlieren, ja. Wir setzen den Akkord. Nehmt euch in Nacht. Hat man die Macht. Wir segeln auf der hohen See. Sprengen euch mit TNT. Heyo, hey. Heyo, hey, hohen See, mit TNT. Heyo, hey. Shoutouts an mich selber für den geilen Song. Lol. Ah, ich muss mal mehr Musik machen. Ich wollte auch im Urlaub eigentlich Musik machen, aber ich hab's irgendwie nicht hinbekommen. Ich war einfach zu müde irgendwie. So. Ich habe eine Traube blöd verschluckt. Übrigens, Leute, funny fact, wir hören den Song gleich nochmal, aber dann könnt ihr jetzt hören. Ich habe bisher noch nicht einmal in meinen Kommentaren davon gelesen, aber vielleicht ist es halt auch niemandem aufgefallen. Und zwar, in dem Song ist ein grammatikalischer Fehler drin. Und zwar habe ich in der ersten Version des Songs gesagt, wir setzen den Anker. Gebt euch in Acht. Aber es heißt gar nicht, gebt euch in Acht, sondern nehmt euch in Acht. Das ist mir erst danach aufgefallen. Aber das Ding ist, man hört es trotzdem noch im Song, wenn diese Wiederholung kommt. Weil da haben wir irgendwie die alte verwendet. Aber scheiß drauf. Wir haben einfach gemacht. Ja, hier muss ich jetzt runter. Das dann so verbinden. Ich habe den Traubensaft der Traube so verschluckt. Ich habe jetzt übrigens einen Entsafter. Hier könnt ihr es jetzt gleich hören. Let's go! Ah, ich muss mal kurz die Knochenblöcke holen. Sitzen.
haben euch das ganze Nether Ride. Wir kennen dann die Insel mit einer Menge Dynamit und singen dabei und sagt, wie man sieht. Ein Glück, dass es jetzt die Prank-Piraten gibt, denn es wäre sehr langweilig. Entsafte mal verschiedene Dinge und teste sie dann im Podcast. Richtig krasse Idee, Mr. Katek. Ich muss echt Shoutouts geben an Mr. Katek, weil manchmal hat der echt crazy, krasse, kreative Ideen. Mr. Katek, Alter. Du machst das echt krass. Mr. Katek ist wirklich krass kreativ, muss ich sagen. Jetzt mal ohne Witz, ohne mich einzuschleimen wollen. Aber der ist verrückt, der Junge. Da wirst du geweckt. Ja, ich habe jetzt einen Safter, Leute. Die Gerüchte sind wahr. Ich habe mir einen Safter gekauft. Oh, hier ist ja noch voll viel Kakaobohne. Boah, dann kann ich da ja alles nehmen. Boom. Bisher haben wir noch nicht so viel entsaftet, weil der erst heute ankam. Wo habe ich denn hier Sand? Da drüben? Oh, jetzt formidable viel Sand. Ups. Upsi. Leute, ich würde gerne mal wissen. Würde mich einfach mal so interessieren. Wenn ihr so meinen Stream guckt oder so. Oder meine Videos. Oder die Videos von Ben. Wen schaut ihr noch? Ich würde gern wissen, wen ihr noch so schaut. Einfach so. Funny Fact, ich esse gerade Bienenstich, Maus, Anni, Bienenstich, geile Wahl, leckerer Kuchen, Bienenstich, feiere ich sehr und passt natürlich hier auch zum Video. Zum Livestream, meine ich. Zack. So. Logo wurde von Logo in die Luft gesprengt. Oh Gott, da müssen wir mit einem Smiley reagieren. Mit dem hier. Aua. Oh ja, die Playlist ist ja wieder vorbei. Ich spiele nochmal die Playlist. Fühlt sich so komisch an, meine eigenen Lieder zu spielen. Logo Gambo, Paluten. Ich glaube, Siu heißt das? Flo Easy Ben dich. Logo Gambo Easy. Gambo, Rezo, Sedo. Mhm. Interessant. Basti. Mhm. Russik Amir, iCramix Edigella. Ab und zu Stangen. Stangen. Außer euch gucke ich eigentlich nur YouTube Shorts. Mhm. Laser Luca, Paluten Fresh Torge, Stray Kids. Du heißt doch Lobby. Ho. Mhm. Musst du da nicht auch Dings gucken? Real? Gnu Real. Gnu und du. Basti und Fabi. Alpha Stein. Mhm. Seisen. Kenn ich nicht. Mhm. Wichtiger. Kenn ich. Einfach Gustav, genau. Dream Bam, ja, klar.
Laser Luca, Jesse Blue Gray und manchmal Basti GRG. Winnie Piano. Dich und Sandy, amerikanisch. TXT. Rizzo Gnu Too Bad. Too Bad. Mr. Beast. Und nur noch 3 Trauben, dann habe ich's. Honey Poop hat Platte. Ja, hast du so? Kim Caramella. Maudado. Ay, Blali. Alle meine Freunde. Aha. Interessant, Leute, interessant. Vielen Dank, meine Statistik wurde erhoben. Ist doch ganz egal, wenn du gerade keine hast. Ist egal, ob Tag oder Nacht. Wach, jeden Tag. Am Start, jede Nacht. So down, so down. Dann bist du da. Das Bienenhaus wird fertig, Leute. Es wird fertiggestellt. Jump, jump, jump. Frogs in a start of all the horn. Zack. Nee, das fand ich sehr interessant. Elina, hast du schon mal Dart gespielt? Nur so dieses Just for Fun Dart, wo man sich so einfach mit ein paar Leuten trifft. Oder noch nicht mal trifft, aber wo man einfach mal unter Leuten ist, da ist eine Dartscheibe und dann spielt man Dart. Das war meine Dart-Experience, Leute. Ich bin nicht so gut in Dart. Easy und noch Gnu. Boah. Ja, Gnu und ich, wir müssen mal wieder was machen. Gnu und ich müssen wieder was starten. Segeln auf der hohen See und prangeln euch mit TNT. Du bangst Chains FR, Paluten Edegelle. Oh Mann. Ich wünschte, ich könnte alle Sachen mitbringen, die so ein. Also, stellt euch mal vor, eine Fusion aus mir, Ben, Paluten und Edegelle. Das wäre crazy. Was würde da wohl rauskommen? Keine Ahnung. Oh jo, ich habe ja noch braunen Beton. Geil. Hey, oh hey. Hey, oh hey. Bienenstich ist for real nice. Ja, Bienenstich. Crazy nice. Tjulfad. Den habe ich tatsächlich noch nie gehört. Bin zu spät. Niemals zu spät. Wir sind hier noch am Essen. Du bangst Dagi LP. Interessant, was ihr da so alles schreibt. Wahrhaftig eine interessante Aussage ist das. Nee, ich tue so, als könnte ich damit was anfangen. Oh lol. Es hat gerade gewaltig gelaggt. Hoppla. Hoppala. Ich habe mir jetzt noch ein Bueno hier gegönnt.
Hi, sorry, wegen Schule verpasst. Warum hast du denn noch Schule? Ist doch Samstag. Da bin ich blöd. Der gelbe Beton hier ran. Leute, ich bin ready für ein Quiz. Also, passt auf. Folgendes Quiz. Ist ein sehr einfaches Quiz. Und zwar, mit wem der Teilnehmer von den Minecraft-Freunden habe ich als erstes geredet nach meiner Rückkehr aus meinem Urlaub? Jetzt dürft ihr raten, wer die Person war. Zu wenig gelben Beton. Beton. Logo, 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 Fabui, Logo, Ben, 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 Logo, Ebro, Fabi, Logo, 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 Ben, Ben, Logo, 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 Ben, Ben, Fabi, mhm. Warum schreibst du so viele Fabi? Hier schreibt fast gar keiner Gambo. Als hätte ich nichts mit Gambo zu tun. Oh mein Gott. Niemand hat an mich und Gambo geglaubt. Naja, wäre auch falsch gewesen. Gambo war nicht die Person, mit der ich jetzt erst geredet habe. Nein, die Phantoms sind am Start. Phantoms sind am Start und sie nerven echt hart. Es geht ab, ab, ab ins Bett. Kommt, lasst mich schlafen in meinem wunderschönen Gemach. Bis nach Berlin, egal wo du bist. So. Logo Ben Gambo. Gombo. Doch, Gambo habe ich überlegt. Jetzt schreiben alle Gambo. Nein. Als erstes habe ich geredet mit Ben. Danach mit Logo. Hier auf dem Server sogar. Und ansonsten habe ich mit noch niemandem geredet. Doch, mit Ryan. Ryan war auch noch da. Also, ich finde meinen Song echt feier, muss ich sagen. Ich bin mit einem Selbstbewusstsein zurückgekommen. Unglaublich. Wir brauchen mehr Geld. Das war's mit dem Song. Lass ein Like da. So. Sehr nice. So. Und jetzt kann der Song so lange mal so gehen. Hallo? Oh, okay. Das reicht doch immer noch nicht, ne? Das reicht leider immer noch nicht. Wir brauchen noch mehr. Jetzt haben wir auch keinen Farbstoff mehr. Welcher von deinen Songs ist dein Fav? Mein ich glaube, ich stotter tatsächlich. Mein Favorite Song ist, glaube ich, Frogs. Weil
ist mein erster eigener Song. Er ist happy, so wie ich das mag. Ich feiere den Song. Ämmchen hat 12 Euro gespendet. Moin, ich bin doch noch rechtzeitig gekommen. Ja, Ämmchen, hast du nicht geschrieben, dass du ein Praktikum hast? Blöd am Wochenende. Aber wir sind immer noch da. Dance. Hey, oh, hey. Hey, oh, hey. Hohen See. Hättet ihr mal Bock, so einen gemeinsamen Song zu machen? Ich weiß nicht, ob euch das juckt, gemeinsame Song zu machen. Also, ob ihr da Bock drauf hättet. Welchen Song feiert ihr am meisten von mir? Frank Piraten, Frogs oder X-Ray? Immer wenn ich aus der Schule komme, höre ich deine Songs. Song über Five. Oh, Five. Du bist echt nice. Frog Six oder Prank Piraten. Die meisten feiern Prank Piraten, glaube ich. Da schätzt es man lieber nicht. Auch im Norden isst man Flammkuchen. So ein geiles Meme. So, jetzt mache ich mal neue Songs an. Oh, der ist fire. Der hier. Der geht ab. Game YouTube, vielen lieben Dank für deine Mitgliedschaft. Und dann nochmal Game YouTube. Ich habe nochmal 10 Mitgliedschaften verschenkt. Vielen lieben Dank, Game YouTube. Claudia Schott hat auch eine Mitgliedschaft verschenkt. Vielen lieben Dank. Janis Ben hat auch nochmal eine verschenkt. Und Game YouTube ist dann nochmal ein Mitglied geworden. Vielen lieben Dank an alle. Haben den süßen kleinen Honigtopf hier fertig. Jetzt habe ich überlegt, ob ich hier oben drauf die Decke mache. Na gut. So, Sophia ist Mitglied seit 2 Monaten. Und irgendwie hat sie es geschafft, dass es doppelt angezeigt wird. Also doppelt danke. Lainey ist ein Mitglied seit 1 Monat. Ämmchen hat 2,50 Euro gespendet und hat geschrieben, will ja dein super duper Live nicht verpassen. That's cute. Touch my head. Away, yay. Trying to do. Love you. Mein Beton wieder alle. Boah, das sieht schon geil aus. Mach mal die Decke braun. Na, vielleicht mache ich da noch solche Ringe rein. Wie bei richtigen Bienennestern. Die haben oben solche Ringe drauf. Hoffentlich wird der Honigtopf nicht gesprengt, ja. Wo warst du Skifahren? Ischke. Ups. Ups. Zack. Mein Bienenhelm ist echt cool.
Gott, das ist ganz, ganz wild hier geworden. Leider brauchen wir noch mehr gelbe Farbe. Au, ja. Kennst du Hübi? Ah, irgendwie der Name sagt mir was. Der Song ist kacke. So. Hier geht vielleicht ein bisschen mehr ab. So. So. Ah, Leute, was könnte ich morgen für ein Video bringen? Ich überlege die ganze Zeit, was ich machen könnte. Game YouTube schreibt, hat 2 Euro gespendet und hat gesagt, hau dir in die Fresse. Ach so, hoppla, ich hab's falsch vorgelesen. Ich hau dir in die Fresse. Elina-Betonung stand dahinter. Welche Pisten fährst du? Ich fahre die Skipisten blau und rot vorzugsweise. Schwarz traue ich mich nicht heran. Mr. Papagei. Meine Spitzhacke sieht nicht mehr gut aus. Zack. Safe. So. Boom. Deine Schwitzhacke hat jemand reingeschrieben mit ganz vielen Alarmzeichen. Wie cute. Damit ich es nicht vergesse. Das ist cute. Das wird nix mit dem. Das wird nix. Oder? Nee, das reicht nicht, oder? Im Ernst? Oh, ich hab hier noch was. Bam. Ich passe auf, dass meine Spitzhacke nicht kaputt geht. Zack. Nele, das ist sauer, ist Mitglied seit einem Monat. Vielen lieben Dank, Nele. Und bam, 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 bam. Perfekt zum Drop. Okay. Jetzt sollten wir ein bisschen Sand holen. Erde meine ich natürlich. Beste Girl. Adam Schmilzkiss. Schmilzkiss. Ist mit dir geworden. Vielen lieben Dank, Adam. So. Jetzt machen wir hier mal wieder schön die Erde rein. Zack. Was ein Banger. Zack. Kannst du mit Trockenbeton so Details machen? Gute Idee, actually. Die ist nicht schlecht. Zack, zack.
So, Leute, jetzt ist das hier drinne. Sieht doch nice aus. Ich brauche auf jeden Fall noch Lichter. Da würde ich, glaube ich, mit Ketten gerne arbeiten. War gerade Eis essen, super Wetter bei mir. Hä, wie geil. Wo sind meine ganzen Bienchen eigentlich hier? Ich habe das Gefühl, meine Bienchen sind weg. Hier drüben zumindest. Hier eventuell nicht. Wo sind denn meine Bienenflaschen? Da macht ja gar keinen Sinn, wenn hier so viele Bienenkörbe sind, aber keine Bienchen. Ups. Glas. Hier konnte man im T-Shirt rumlaufen, war voll warm. Alter. Abgefahren. So, da ist jetzt eine Biene rausgekommen. So. Hier sind so ein paar Bienchen. Eine Babybiene. Aber hier sind, glaube ich, gar keine mehr. Hat wer meine Beanies geklaut? Hat mir meine Bienen geklaut? Mann. Dann müssen wir unsere Bienen wieder vergrößern. Das Bienenvolk darf nicht aussterben. Verdammt. Verdammt. Ist auch nichts mehr los. Elina, der Villager. Welcher Villager? Dance, dance. Myla ist dumm, hat 6 Euro gespendet. Jetzt frage ich mich, wer Myla ist. Vielen lieben Dank. Und sie hat gefragt, wie hast du Till kennengelernt? Actually habe ich ihn beim Squash kennengelernt. Also, das ist so ein bisschen ähnlich wie Tennis. Beim Sport habe ich ihn kennengelernt. Jessica Jönke ist Mitglied seit 2 Monaten. Erissimo. Bam. So, wir packen hier einfach mal ein bisschen Stuff rein. Das brauchen wir dann ja nicht. Noch ein Block. Hast du einen gemacht, Villager-Vibes? So. Wo sind meine Bienen-Vibes?
meine Bienen verloren. Dann stelle ich jetzt eine Anzeige. Anzeige ist raus. Das geht schneller, als du glaubst. So. Irgendwer hat alle Tiere geklaut. Suche meine Bienen. Jemand hat meine Bienen geklaut. Bitte um Hilfe. Belohnung. Honig. Gezeichnet. Jelinski. Ha. So sieht das, glaube ich, besser aus. Nee. Egal. Ich habe jemanden in Verdacht. Ich will ja nicht sagen, wen. Aber hier. Jemand hat all meine Bienen geklaut. Sacre bleu. Frechheit. Das ist eine bodenlose Frechheit für die Bienenkönigin. Na egal, gehen wir einfach mal runter und werden unsere Bienchen einmal ein bisschen vermehren da unten. Wir müssen uns ausrüsten für den Kampf. Hab einen Song über die Besenschwestern geschrieben. Leider auf ein paar Bienchen warten. Der Laden ist ja schon voll. Hier unten, der hier. Ups. Welchen Erbgeschmack hast du? Ich habe gerade momentan Orange Swirl. Aber den mag ich gar nicht so gerne. Das war nur der letzte, den ich hatte. Ja. Hier ist eine Babybiene. Ja. Das ist gar nicht mal so viel wie damals. Ich glaube, meine Bienen wurden entwendet. Crazy Moon hat 6 Euro gespendet. Bin so froh, dass du live bist. Hab noch 2 Stunden Autofahrt vor mir und du vertreibst mir die Zeit. Strong, dass du Autofahren... Also... in einem Auto mitfahren kannst, während du in Stream guckst. Mir wird dann immer voll schlecht, wenn ich aufs Handy gucke, während ich Auto fahre. Ich kann das einfach nicht mehr. Früher konnte ich da am DS spielen, gar kein Problem. Aber heute geht das nicht mehr. Ich habe mir 5 Accounts gemacht, um dich krasser zu supporten. Ehrenmann. Cash Gamer 5 ist eine Förder geworden. Moin, moin. Toll, ey. Das bringt meine ganze Bienenproduktion durcheinander. Ich wollte doch alles voller Honig machen. Ich hätte nämlich Bock, dieses ganze Teil hier auszufüllen. Deine Spitzhacke ist gleich Schrott. Das ist blöd.
Das ist ja richtig blöd, du. Vielleicht sind sie groß geworden und haben ein eigenes Volk gegründet. Das ist eine Theorie, aber... Das glaube ich nicht. Alle meine Bienen haben mich verlassen. Schrecklich. Ich höre eine Biene. Ich habe eine Biene gehört. Ich muss dann einen Atomnuke dann leider zünden, wenn meine Bienen alle geklaut worden sind. Frechheit! Finde deine Videos und Livestreams mega geil. Vielen lieben Dank. Jessica Jönke hat nochmal 2 Euro gespendet. Vielen lieben Dank. Und Finja ist Mitglied seit einem Monat. Ich habe Lust, meine Kühe zu füttern. Kommt mal her, meine Kuh, los! Hier, was machen die denn hier? Raus mit euch! Ihr gehört hier nicht hin. So. Bam, bam. Bam, bam. Bam. Wer will noch ein kleines Kuhbaby haben? Meine kleine Kuhfarm. Und das ist mein kleines Kuhbaby. Komm her. Komm her, du kleine süße Kuh. Ja, Kühe sind schon echt cute in Minecraft. Bam. Was ist dein Lieblings-Minecraft-Item? Gute Frage. Ich musste mich mal kurz strecken vorne. Ich finde Dias schon cool, weil die cool aussehen. Was noch? Laterne finde ich sehr geil, bin ich großer Fan von. Was ist hier? Was ist das denn? Alter. Yo, oh mein Gott. Was habe ich da gefunden? Was bin ich hier sehend? Boah, der Schildkrötenhelm ist auch krass. Nochmal so geschafft. Bennett Villager. Verschiedenste Villager. Mein lieber Scholli. Wie kann man verzaubern? Hier hat Ben einen Weg gebaut aus meinen komischen Wegsteinen. Aber so ein Benson-Weg. Bei Ben muss alles Ordnung haben. Einmal das. Und darunter das hier alles. Alter, Gamerin LGBTQ likes Minecraft. Ist Mitglied seit 15 Monaten. Auch seit über einem Jahr. Von Anfang an dabei. Krass. Krass. Okay, das ist cool.
Dankeschön. Alle mal ein Herz reinschreiben, ein grünes Herz für Gamerin LGBTQ. Lux, Minecraft! Ich kann den Namen so richtig double time mittlerweile. Da, da, da. Du hast einfach schon 10.000 mehr, nachdem du das Abo gemacht nachdem du das Passwort gemacht hast. Ja, 8950. Wie viel habe ich jetzt? Habe ich jetzt schon 905.000? Ne, oder? Uiuiui. 905.000. Crazy. So, Leute. Ich muss jetzt leider. Was heißt leider? Ich begebe mich jetzt auf den Geburtstag meines Bruders. Es war ein schöner, knackiger 2-Stunden-Stream. Beim nächsten Mal machen wir ein bisschen mehr, Leute. Ich hoffe, euch hat dieses Stream hier gefallen. Ich habe mich auch schick gemacht, habe mich geschminkt. Ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, morgen Abend. Haut da rein, Leute. Schaut morgen wieder vorbei. Morgen wird wieder ein cooles, knackiges Video kommen. Wendy B, ich wollte dir unbedingt sagen, dass ich es total feier, wie du meinen Namen aussprichst. Danke, Mac. Dank dir mag ich meinen Namen etwas mehr. Was? Ich habe mich vorhin dachte ich mir so, spricht man sie Wendy oder Wendy aus? So richtig, keine Ahnung. Deswegen hatte ich voll Angst. Och, Manu. Schade, bye. Ja, Leute. Irgendwann mal ist ein Stream immer mal vorbei. Es tut mir auch leider im Herzen sehr weh, aber beim nächsten Mal, ja, gehen wir wieder Gas oder so. Naja, keine Ahnung. Leute, mir fällt es auch schwer, mich zu verabschieden, Leute. Fällt mir sehr schwer hier gerade. Naja, ich sag jetzt tschüss, Leute. Bis morgen in einer neuen Folge Minecraft. Freunde, lasst ein Like da und ein Abo, falls ihr noch nicht abonniert habt. Vielen Dank fürs dabei sein. Wir sehen uns eventuell nächstes Wochenende wieder. Wenn es wieder heißt Minecraft-Freunde. Tschüss!